Hey Leute, wie einige von euch wissen, befinde ich mich ja gerade zum Ende des Sommersemesters. Das heißt, die Prüfungen stehen bald an und ja, jeder kennt Prüfungen. Es heißt davor einfach nur lernen, lernen, lernen. Und ich finde, das Schwierigste dabei ist einfach motiviert zu bleiben. Und ich habe mir heute gedacht, ich mache mal ein Video, wo kommt denn die Motivation überhaupt her und wie kann man sich selber ein bisschen mehr motivieren. Und ich hoffe, euch macht das Video Spaß und es gibt auch noch ein geheimes Video im Video. Also seid gespannt. Klar, man will natürlich gute Noten bekommen, um einfach eine gute Ausbildung zu bekommen und dann später halt einfach einen guten Beruf und einen guten Arbeitsplatz, wo man dann einfach Spaß dran hat und am besten vor allem auch viel verdient. Und deswegen denke ich, das ist so eigentlich die Hauptmotivation. Aber wir gehen mal ein bisschen weiter und sagen, warum wollen wir viel verdienen? Natürlich, weil wir irgendwelche Träume und Ziele haben, irgendwas, einfach so Bedürfnisse, die wir befriedigen wollen, sage ich jetzt mal. Und da fehlt uns einfach noch das Geld. Und ich meine, gerade wir Jugendliche, wir haben noch nicht so viel Geld. Und ja, aber trotzdem ist es halt wichtig auch, dass wir motiviert bleiben. Ich meine, man kann jetzt nicht in der Schule ewig warten, bis man mal, keine Ahnung, einen guten Beruf hat. Ich meine, dafür gehen Jahre, Jahrzehnte teilweise. Und ich finde aber, dass man einfach so motiviert bleiben sollte. Und es geht eigentlich nur, wenn man sich zwischendurch immer wieder so kleine Wünsche und kleine Ziele erfüllt, die dann natürlich immer, je älter man wird, auch immer größer werden. Aber wenn man jetzt die ganze Zeit nur lernt, lernt, lernt und sich nie irgendwie einen kleinen Wunsch oder einen Traum erfüllt, ja, wie soll sich dann die Motivation wieder sammeln und wie soll man wieder zu Kräften kommen? Weil ich meine, es stehen jedes Jahr wieder neue Herausforderungen an, über das Jahr verteilt. Und ich weiß nicht, wie soll man da denn motiviert sein, wenn man sich nicht zwischendurch eine kleine Sache erfüllt? Und deswegen dachte ich mir heute in meinem geheimen Video, das werde ich jetzt übrigens hier verlinken, habe ich mir jetzt mal so eine Traum- und Wunschliste gemacht, die ich in einem Jahr jetzt eigentlich versuchen will abzuarbeiten. Also da sind jetzt ganz, ganz viele Wünsche und Träume. Sicher, ich werde nicht alles schaffen, weil es echt viele sind. Aber es sind einfach für mich so ein paar Wünsche. Ich liebe es zu reisen, ich liebe es Adventure-mäßige Sachen zu machen. Und ich dachte mir doch, ich muss jetzt einfach mal klar vor Augen haben, was habe ich für Ziele, damit ich einfach dann auch klar, nachdem ich irgendwas gemacht habe, nachdem ich irgendwelche Prüfungen bestanden habe oder einfach sowas, nachdem ich mich einfach reingestresst habe, mich motiviert habe zu lernen, dass ich dafür einfach belohnt werde. Und sicher, es hat natürlich auch immer einen finanziellen Hintergrund. Ich meine, um irgendwas zu erleben, es ist einfach teuer, aber man kann ja eventuell mal Eltern anstiften, sage ich jetzt mal, wenn man zum Beispiel gute Noten geschrieben hat, wenn das Zeugnis okay ist, dass man sich da jetzt einfach mal ein bisschen sagt, komm, ich war jetzt so motiviert das ganze Schuljahr über und jetzt kann ich die Sommerferien dazu nutzen, einfach mir den Traum zu erfüllen und ja, unterstützt mich doch mal. Und ich finde, es ist eigentlich eine gute Sache, dass man einfach seine Motivation wieder auftanken kann. Und deswegen klickt auf das Video, wenn es euch interessiert, was denn so meine Träume sind. Ich fand es ganz witzig. Macht euch auf jeden Fall so eine Liste wie ich, was ihr so an Zielen und Träumen habt, weil ich finde, es ist ganz wichtig, einfach, dass man die so vor Augen habt. Und wenn ihr sie zum Beispiel erfüllt habt, dann könnt ihr das abhaken und es ist bestimmt ein richtig cooles Gefühl. Und ich habe natürlich da jetzt auch ziemlich viel draufgeschrieben auf meine Liste und ich weiß nicht, ob ich alles schaffen werde. Aber das ist auch gar nicht der Sinn, wirklich alles innerhalb von einer bestimmten Zeit zu schaffen, sondern einfach immer mal wieder, wenn ich sage, okay, es ist mal wieder Zeit, ich brauche mal wieder neue Motivation. Ich muss mal wieder einfach Kraft tanken. Da finde ich sowas gut und man soll es einfach auch bemerken, dass man dann jetzt wieder was gemacht hat und einfach für das nächste Ziel dann einfach mehr wieder arbeitet und mehr Motivation bekommt. Ja, das war mein kleines Motivationsvideo. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann ich freue mich einfach, wenn es euch gefallen hat. Wenn ich euch motivieren konnte, dann könnt ihr mir einen Kommentar hinterlassen, ob es irgendwie was gebracht hat. Ich weiß, es sind viele junge Leute unter euch, die wahrscheinlich jetzt noch nicht so viel Geld haben, aber ich glaube, gerade ab 15 oder so kann man ja mittlerweile schon so Ferienjobs machen. Und ja, nutzt doch die Sommerferien, um einfach mal 2-3 Wochen einen Ferienjob zu machen und einfach dadurch, durch das verdiente Geld, euch irgendeinen kleinen Traum zu erfüllen. Ich weiß, am Anfang ist es noch ziemlich schwer, aber da helfen auch mal kleine Sachen. Und ja, man hat das selber dafür gearbeitet. Also ich kann nur sagen, macht es auf jeden Fall einen Ferienjob. Ich habe seitdem, ich glaube 16 oder 15 war, seitdem man das halt machen konnte, habe ich immer einen Ferienjob gemacht und habe mir danach immer was gegönnt. Und so werde ich es auch weiterhin machen. Ich habe ja auch dieses Jahr einen tollen Wunsch, den ich mir erfülle. Und ich will mir auf jeden Fall dieses Jahr noch mehrere Träume erfüllen, weil ich finde, es ist ganz wichtig, um einfach motiviert zu bleiben, um auch eine positive Einstellung zu Dingen zu bekommen. Und ja, jetzt habe ich am Ende noch ziemlich lang rumgelabert. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und bis bald. Ciao. Würdest du dich lieber nie wieder waschen oder nie wieder Zähne putzen? Das ist jetzt auch so...